Der deutsche Meister heißt FC Bayern. Trotzdem aus dem DFB-Pokal und der Champions League hat die Mannschaft auch in dieser Saison wieder die Liga dominiert. Und das wurde am Sonntag entsprechend am Münchner Marienplatz gefeiert. Natürlich waren wir vor 3-4 Wochen, hatten wir alle noch ganz andere Gedanken. Da war gefühlt das ganz große Ding möglich. Und wir haben furios gespielt, den ganzen April über. Und jetzt stehen wir da und haben in Anführungszeichen nur die Meisterschaft geholt, haben gestern das Pokalfinale verloren und haben uns als Mannschaft dann schon gedacht, oh, das wird schon ein harter Gang an Marienplatz auf dem Balkon. Aber wenn man sieht, wie viele Leute hierher kommen, dann muss man einfach sagen, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Wir müssen uns bedanken für die riesige Unterstützung und die Leute stehen ja bis hinter da in den Gassen und wir sagen danke. Es ist etwas unerwartet, dass doch so viele Leute gekommen sind und das zeigt, dass die Fans doch sehr genau differenzieren können aus einem Spiel und aus der Leistung einer ganzen Saison. Denn ich glaube, wir können alle mit der Leistung der Mannschaft und des Trainers natürlich oder der Trainer aus der ganzen Saison sehr zufrieden sein. Ganz besonders im Fokus stand bei dieser Feier aber natürlich hauptsächlich ein Mann, Jupp Heynckes. Es ist die letzte Meisterfeier für den scheidenden Bayern-Trainer. Das letzte Mal mit den Fans den Erfolg des FC Bayern genießen. Wir haben mit Jupp hier nicht nur einen tollen Trainer gehabt, das sieht man an der Saison, die großartig war. Ich möchte Jupp danken. Ich möchte Jupp danken im Namen des ganzen FC Bayern für alles, Jupp. Du warst ein großartiger Trainer, du warst ein großartiger Mensch. Alles Gute, lieber Jupp. Vielen Dank. Mach's gut und bleib uns immer bewogen und bleib Freund des FC Bayern. Nach so einer turbulenten Saison möchte ich mir auch ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns in den nicht so guten Zeiten am Anfang der Saison, aber auch später, als wir so überragend gespielt haben, so gut unterstützt habt. Natürlich möchte ich mich dann ganz herzlich beim Jupp Heynckes bedanken. Es war Natürlich bei Jupp Heynckes bedanken, dass es so ein besonderes Jahr war. Wir haben uns oft morgens lange unterhalten, haben viele Gespräche geführt und es war in meinem ersten Jahr ganz was Besonderes, so einen Trainer hier gehabt zu haben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das, was ich hier heute vorfinde, nicht erwartet. Dass so viele Fans hier sind, die uns feiern, das ist der Wahnsinn. Ein großes Dankeschön an euch und ein Dankeschön an meine Mannschaft und alle, die dazu gearbeitet haben. Dankeschön.